Hallo Tischtennishelden, mein Name ist Yannick Borsche, ich bin Tischtennistrainer aus Bonn und in diesem Video geht es um die Serie, wie man von anderen Sportarten lernen kann. Tischtennishelden, conquer the table. Ja, wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Wir haben jetzt noch aktuell Sommerpause, auch ich bin noch in der Phase, wo ich erstmal pausiere und werde erst so Ende Juni, Anfang Juli ins Training einsteigen für mich persönlich. Und in der Zeit mache ich sehr viele andere Sportarten, um einfach auch mal was anderes kennenzulernen und auch andere Reize zu bekommen. Und die erste Sportart, die ich euch vorstellen möchte, die ich auch jetzt in der letzten Zeit sehr oft gespielt habe, da es auch warm geworden ist, ist Beachvolleyball. Und was können wir von dieser Sportart lernen? Es gibt einen wesentlichen oder einen faszinierenden Grund, den ich beim Beachvolleyball sehr, sehr positiv finde. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal Beachvolleyball gespielt habt oder zugesehen habt. Es sind Zweier- oder Dreier-Teams, je nachdem, was ihr spielt. Und ich habe noch in sehr wenigen Sportarten so eine gegenseitige Unterstützung gemerkt wie beim Beachvolleyball. Ich muss sagen, ich bin da selbst Anfänger und mache da gerade einen Beachvolleyball-Kurs, auch mit einem Trainer und einer Gruppe. Und da gehöre ich natürlich zu den Anfängern, die jetzt noch nicht so gut sind. Aber nach jedem Punkt im Beachvolleyball wird abgeklatscht, egal ob das ein guter Ball war oder ein schlechter Ball, den ihr gemacht habt. Es ist einfach ein durchweg positives Feedback, was man von seinem Team oder von seinem Partner erhält. Und wenn ich das mit meiner Erfahrung im Tischtennis vergleiche, dann muss ich sagen, dass da Welten zwischenliegen. Also was ich schon in Meisterschaftsspielen erlebt habe oder auch bei meinen eigenen Doppelspielen zum Beispiel, dass da der Partner sich über Fehler von mir aufregt oder auch bei Gegnern, dass die sich gegenseitig ankeifen und dass die sich ja quasi die Motivation selber nehmen und den anderen sogar eher das Selbstbewusstsein nehmen. Das habe ich so beim Beachvolleyball noch nie erlebt. Und das, finde ich, sollten wir oder können wir uns natürlich als Vorbild nehmen. Es ist ganz wichtig, auch im Tischtennis ist eine absolute Kopfsportart. Und da ist die positive Stimmung für einen selber sehr wichtig, dass wir überzeugt davon sind, wir können das, was wir hier machen, dass wir an den nächsten Topspin glauben, dass wir wissen, dass wir den Aufschlag sicher auf die Platte zurückbekommen. Dass wir davon wirklich überzeugt sind, wenn wir mit einer Einstellung herangehen, die eher negativ belastet ist, dass wir Zweifel haben, dann ist Tischtennis absolut schwierig zu spielen. Weil es ist ganz anders wie in anderen Sportarten, es ist wirklich, im Tischtennis kommt es auf den Kopf an. Und da kann es helfen, wenn ihr Rückhalt bekommt. Und das habe ich persönlich im Beachvolleyball sehr extrem gemerkt, dass da dieses, egal was du machst, abklatschen und dann auch bei einem Fehler sagen, komm, Yannick, den nächsten machst du, war nicht schlimm, weiter so. Das habe ich wirklich noch nie auch gesehen. Ich gucke da auch beim Beachvolleyball mal Profis zu. Ich war auch bei dieser Smart Tour, glaube ich, heißt die. Habe auch bei YouTube viele Videos gesehen. Das habe ich noch nicht so erlebt, dass da negative Stimmung aufkommt innerhalb dieses Teams und auch diesen Kurs, den ich da besuche, da ist immer positive Stimmung und dieses Abklatschen. Das finde ich ist wirklich etwas sehr, sehr, was einem was gibt, ja, dass man doch richtig da ist und dass man weiß, okay, man versucht es beim nächsten nochmal. Und das ist halt beim Tischtennis der komplette Gegensatz, wenn ich da in den Meisterschaften gucke, da gibt es schon einige Diskrepanzen, gerade im Doppel, dass es dann auch verständlich ist, dass man nicht gerade sehr selbstbewusst ist, wenn man mal einen Fehler gemacht hat. Und da der Kopf so eine wichtige Rolle im Tischtennis spielt, finde ich das auf jeden Fall bemerkenswert. Und das ist auch für mich ein Learning, dass ich das versuche, auch wenn ich, egal ob ich jetzt als Trainer unterwegs bin oder als Spieler, dass ich versuche, meine Mitspieler oder meine Spieler, die ich betreue, immer positiv zu stimmen und den Rückhalt gebe, dass man an sie glaubt. Denn das ist gerade im Sport und auch hier im Tischtennis unheimlich wichtig, dass man davon überzeugt ist und dass man weiß, man kann es. Ja? Weil sobald die Zweifel kommen, kommen auch die Fehler.
Das war der erste Teil von der Serie, was man von anderen Sportarten lernen kann. Es ist mal was ganz anderes. Ich wollte das jetzt in der Sommerpause einfach mal einstreuen und gucken, wie es euch gefällt, weil ich einfach auch selber gerade die ganzen Sportarten mache und da auch einfach diese Einblicke bekomme. Das wären noch einige andere Sportarten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns doch einen Daumen hoch, dann werde ich diese Serie weiterführen. Ich denke mal, ich werde es auch so weiterführen. Aber es wäre einfach schön, ein Feedback von euch zu bekommen. Wenn ihr auch andere Sportarten macht, wo euch was Besonderes aufgefallen ist, was positiv oder negativ ist im Vergleich zu Tischtennis, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ich hoffe, es hat einfach gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Nick. Ciao, ciao.